Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Yoga. Ich freue mich, dass ich heute wieder die Nathalie an meiner Seite habe. Hallo Johanna. Und vielleicht erinnert ihr euch an das letzte Video, wo wir ein paar Übungen zusammen gemacht haben. Und das kam sehr gut an und deswegen habe ich gedacht, da kennen wir doch noch ein paar mehr Übungen und machen heute sozusagen die Fortsetzung. Also die Position, da brauchst du einen Partner, such dir einen netten Nachbarn, einen Mitbewohner, Freund, Freundin, Mutter, Vater. Und dann kann es losgehen. Mehr braucht ihr nicht. Keine Hilfsmittel, eine Unterlage, eine Matte reicht vollkommen aus. Und dann geht es auch schon los. Viel Spaß! So, für die erste Position darf sich die eine Person am Ende der Matte oder am Anfang einmal hinsetzen. Und du gehst jetzt in den Flug, hast du schon mal gemacht, ja, ne? Auf den Rücken abrollen, dann die Knie ranziehen und einmal mit Schwung die Beine über den Kopf nehmen. Und dann kommen die Fußspitzen irgendwann zum Boden. Die zweite Person kommt dann an dieses Ende und setzt sich genau davor. Ich kann die Füße nochmal in die Mitte stellen. Und jetzt lege ich meine Beine oben drauf. Und jetzt versuchen wir, unsere Arme zu greifen. Wunderbar. Oder so die so gegenseitig die Arme greifen, dass man gut anpacken kann. Und ich kann mich dann so ein bisschen nach vorne ziehen in so eine Vorbeuge. Und dann machen wir fast beide die gleiche Position. Einmal Vorbeuge und einmal als Pflug. Und hier noch ein paar tiefe Atemzüge. Und dann löst ihr langsam auf. Die Person, die oben ist, zuerst. Und dann darf die Nathalie zurückrollen. Ja, wunderbar. Angekommen. Für die zweite Übung heute setzt ihr euch gegenüber. Fußspitzen können sich hier kurz berühren. Und wir machen das doppelte Boot. Dafür greift ihr euch an den Händen. Und dann legt ihr einmal die Fußsohlen zusammen von einer Seite vom Bein und streckt das Bein durch. Oft passiert es ja, dass man rund wird. Versuch wirklich, dich aufzurichten und es hilft, wenn man sich fest an den Händen hält, dass man sich wirklich so gegenseitig ein bisschen aufrichten kann. Und dann versuchen wir natürlich, das zweite Bein dazuzunehmen. Das ist immer lustig. Manchmal wackelt das ein bisschen, aber wir kommen an. Sehr gut. Rücken ganz lang strecken, Beine gestreckt, Knie durchgestreckt. Tiefe Atemzüge und das ist eine gute Dehnung, ne? Auf jeden Fall. Ja, fühlt man gut. Und nochmal tief ein. Und aus und dann nacheinander die Füße wieder absetzen. Sehr schön. Wunderbar. Für unsere dritte Position, den doppelten Hund, Hundedoppeldecker sozusagen, kann die erste Person schon mal in Position gehen, in den herabschauenden Hund, wie der Name schon sagt. Genau. Schöner langer Rücken hier, du kannst den Kopf entspannen. Und als zweite Person stelle ich mich jetzt vor die Nathalie. Und bringe meine Hände hier zum Boden. Und dann werde ich mit meinen Füßen hinten in Richtung Becken treten. Wichtig ist, dass ich nicht auf die Wirbelsäule trete, sondern rechts und links daneben. Ich strecke meine Beine durch, ich strecke meinen Rücken lang. Und hier kann man bleiben. Ist angenehm, ne? Ja, schöne Massage für dich. Partner-Yoga-Übungen für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir haben ordentlich gelacht und ein bisschen warm wurde es auch. Ne? Auf jeden Fall. Ja, sehr angenehm. Und wir freuen uns, wenn ihr bald wieder dabei seid. Bis dann. Bis dann.